Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend oder Nacht. Was auch immer ihr gerade habt, wünsche ich euch und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Rot. Ich habe ein paar Trainer besiegt, die wir noch nicht besiegt haben, habe ein bisschen gelevelt, auch Sushi. Yay. Man merke, es ist Level 16, immer noch ein bisschen unterlevelt, aber es kann mittlerweile Tackle. Jawohl. Das heißt, wir müssen es zum Kämpfen nicht mehr gegen gegnerische Pokémon werfen, sondern es kann auch von sich aus gegen gegnerische Pokémon springen. Das macht vermutlich weniger Schaden als so ein geworfenes Safcon, aber das ist der Wille, der zählt. Es ist ein Anfang. Abgesehen davon, dass ja auch Sushis Werte eine absolute Katastrophe sind. Also die äußeren, nicht die inneren natürlich. Innerlich ist Sushi wunderschön. Okay. Ein shiny Kapador bei diesem goldenen. Ja. Sushi ist ein Pokémon aus purem Gold. Yay! Ich sag euch, wir carryen das durchs Early Game und dafür carryt es uns durchs Late Game. Das klingt doch schon mal gut. Das wird nachher ganz schön rasieren, wenn wir erstmal da angekommen sind, wo wir ankommen wenn wollen. Wenn wir erstmal eben die richtige Entwicklung verpasst haben. Richtig. Jetzt müsste man natürlich aus dem Kopf wissen, wann sich Karpador entwickelt. Eigentlich sollte man das als Pokémon-Fan wirklich wissen. Peinliche Sache ist peinlich. Ja. Würdest du behaupten, dass es peinlich ist? Ja, würde ich. Warum weißt du es dann nicht? Weil ich kein eingefleischter Pokémon-Fan bin. Trotzdem peinlich. Wir hatten es schon darüber. Trotzdem peinlich, Swante. Wir hatten schon darüber, dass das hier mein erstes Pokémon-Spiel ist. Peinlich! Die Frage ist, warum weißt du das nicht? Ja, weil ich... Gibt es ein Pokémon-Spiel, das du noch nicht gespielt hast? Wenn Pokémon Rumble zählt oder Pokepark, dann ja. Ja, die würde ich jetzt nicht zählen. Hauptteile habe ich alle gespielt und Mystery Dungeons habe ich alle gespielt. Und Pokémon Ranger natürlich. Und Pokémon Snap. Und Pokémon Snap, natürlich. Dann ist das schon peinlich. Meine Frisur, ganz zu Hause. Aber weder in Pokémon Ranger, noch in Pokémon Snap, noch in Pokémon Mystery Dungeon. Doch in Pokémon Mystery Dungeon entwickeln sich Pokémon, nevermind. Aber in den anderen nicht. Oh, guck mal, noch mehr Trainer, die wir besiegen können. Ich mach jetzt mal, es wird den Kampf ein bisschen ziehen, aber ich mach den klassischen Tausch-Eintausch-Austrick, um Karpador ein bisschen zu leveln. Schau dir meine Pflanzen-Pokémon an. Hier, ich kann sie ohne Mühe trainieren. Ich kann meinen Karpador nicht ohne Mühe trainieren. In der Tat ist es ein ziemlicher Krampf, Karpador zu trainieren. Ach was. Hast du irgendein Gesprächsthema? Hast du irgendwas auf dem Herz, über das du sprechen möchtest? Daro. Anwesend. Gut. Du... Zumindest körperlich. Du warst ja mal ein Kreuzritter. Ich, ja, richtig. Deus Vult. Erzähl uns mal ein bisschen über deine Zeit als Kreuzritter, als du versucht hast, als alleinige Person in Jerusalem einzureiten. Ja, das war nämlich folgendermaßen. Das Problem war, wir waren da als Trupp unterwegs. Ja. Und wir wollten eben zu den anderen Kreuzrittern dazustoßen. Und wir haben halt nachts ganz normal Pause gemacht. Okay. Haben dann gezeltet, haben da übernachtet. Und ich habe ein bisschen verpennt. Und okay. Bis ich dann aufgewacht bin, sind die anderen schon in den Krieg nach Jerusalem gezogen und alle gestorben. Und dann dachte ich mir so, ja, kannst ja jetzt nicht allein zurückgehen und sagen so, ja, ich habe verpennt, ich konnte nicht mitkämpfen. Deswegen habe ich halt beschlossen, Jerusalem dann allein zu erobern. Ihr hättet mich sehen müssen mit meinen Quickscopes mit dem Bogen. Das war insane. 360 Quickscope. Ja, das ist die Geschichte, wie ich damals im 14. Jahrhundert Jerusalem erobert habe. Ist schon ein bisschen her, ich weiß. Ein klein wenig. Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Mal überlegen, über was könnte man denn sonst noch Feines reden? Über was könnte man denn Final reden? Final Fantasy, Final Fantasy 7 Remake Hype? Geht so. Ich habe noch keine. Also, ich hab schon mal ein paar Final Fantasies angespielt. Lightning Returns, glaube ich, habe ich mal ein bisschen angespielt. Und Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 warte ich tatsächlich, bis es auf der Switch rauskommt. Okay. Kommt ja bald raus. Ich hab's mir überlegt für den PC.
Das Problem ist, wenn ich es mir für die PS4 hole, ich hab das Problem, dass meine PS4 standardmäßig nicht angeschlossen ist bei mir im Wohnzimmer. Ja, gut. Ich habe nicht genug Anschlüsse für alle meine Konsolen, deswegen habe ich nur Let's Play im Moment von der Switch und von der Wii U. Und deswegen sind es meine zwei Konsolen, die angeschlossen sind. Und ich muss dann extra, wenn ich auf der PS4 was spielen will, muss ich dann schauen, dass ich entweder parallel dazu auf der PS4 was Let's Play, das habe ich damals ja indirekt mit Monster Hunter gemacht. Monster Hunter habe ich halt immer gestreamt. Kommt ja auf selbe raus. Dass ich halt immer parallel noch was auf der PS4 habe. Weil im Moment, ich spiele auf der Wii U spiele ich aktuell gelegentlich was. Okay. Wind Waker und... Stimmt, Wind Waker HD Let's Play. Ich sowieso nicht, ich meinte privat auch. Achso. Ich habe zum Beispiel Super Mario RPG auf der Virtual Console, das ich im Moment spiele. Also da gibt's auf jeden Fall auch was ich so halt nebenbei zock. Weißt du, die ist jetzt nicht nur angeschlossen, nur zum Let's Playen. Sonst könnte ich ja sagen, dass ich auch nur zum Zocken meine PS4 anschließe. Und auf der Switch ja sowieso, da kommt ja im Moment ein gutes Spiel nach dem anderen raus. Da komme ich gar nicht mehr nach. Da ist was drin. Sieht man ja auf meinem Kanal, so jedes zweite Spiel ist Switch-Let's Play. Ja, das ist ein bisschen schade. Es gibt auch das ein oder andere Spiel für die PS4, was mich wirklich interessiert. Das Problem ist aber auch, dass ich eine normale PS4 habe und keine Pro. Das heißt... Ich habe schon gehört, dass die Performance von God of War auf der normalen PS4 nicht so gut sein soll. Ja, God of War ist halt schon ein Pro-Spiel. Ja, ich finde es tatsächlich ziemlich dreist, die Spiele dann so zu entwickeln, dass sie fürs Nachfolgemodell quasi optimiert sind. Obwohl du sagst, so, ja, die sind halt für alle gemacht. Ich würde sagen, es ist natürlich für alle gemacht, aber... Es steht ja nicht mal drauf, irgendwie Best on PS4 Pro oder so, sondern es wird dir als PS4-Spiel verkauft. Okay. Und dann legst du es in deine PS4 ein und dann laggt's. Hm. Ich sehe auch, ja geil, dankeschön. Ja, aber die Sache ist einfach. Die Leute wollen ihre Spiele natürlich immer schöner machen und so weiter. Und wenn die Konsole. Dann sagst du doch entweder, du schreibst irgendwie aufs Spiel drauf, von wegen, läuft besser auf PS4 Pro oder du machst halt wie Nintendo mit dem New 3DS, dass es eben Spiele gibt, die, wenn die halt grafisch zu hoch für den 3DS sind, dann machst du die halt New 3DS exklusiv, dann musst du das halt so machen. Weil God of War ist ein Spiel, das verdammt geil aussieht, klar. Ja, aber das Problem ist dann natürlich, dass Sony intervenieren wird, wenn man sagen würde, okay, wir machen das jetzt nur für die PlayStation 4 Pro, weil dann eben Sony reingerätscht und sagt, na, das geht's aber nicht. Wir machen dann nicht genug Profit. Ja, merkst du was? Und darum, also, ich glaube einfach, die wollten einfach mal gucken, wie weit sie jetzt gehen können, denn die wollten dann wahrscheinlich PS4 Pro an ihre Grenzen treiben. Nee, es ist nicht das erste Spiel, das auf der normalen PS4 ruckelt. Ja, gut. Hatte ich mit Monster Hunter ja auch schon die Probleme. Ist auch schön, wenn dann die Monster, die du so am Himmel siehst, dann mit ihren 15 FPS da also man hat die einzelnen Frames bei den Flugdinos tatsächlich gesehen. Und fragwürdig. Ja, also wie gesagt, es ist klar, was du meinst, von wegen, dass Sony dann da Profit mitmachen will. Aber du könntest ja wenigstens ein Vermerk dann draufschreiben, von wegen, ja, könnte vielleicht. Ja, ich meine, es ist ja ein genereller Vermerk, dass alle Spiele immer am besten auf der PS4 Pro laufen. Ja gut, bei Monster Hunter hattest du aber immerhin die Option, wenn du es auf der PS4 Pro spielst, kannst du eben einen Schwerpunkt setzen. Du hast entweder Schwerpunkt auf Grafik, okay, oder Schwerpunkt auf FPS. Okay. Und den kannst du dann frei legen. Nice. Und oder auf, ich weiß nicht, FPS, Grafik oder es war noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das bei der normalen PS4 dann so, dass es so ein Zwischending gewählt hat, was eben noch am besten gelaufen ist. Und es war ja echt spielbar, aber ich habe gehört, dass bei God of War
soll schon teilweise schlimm sein. Das ist ja... Okay. Das nimmt Ausmaße von Breath of the Wild, Kokiri-Wald ohne Patch auf der Switch im Handheld-Modus an. Das war ja auch krass. Also da kam dann ja auch innerhalb von 24 Stunden ein Patch. Aber es war ja tatsächlich so... Ich muss ganz kurz im Moment gleich niesen. Doch nicht. Oh, das sind die schlimmsten, weil es ja die Nase kribbelt und man dann doch nicht niesen muss. Ja, es war ja teilweise so, die haben ja innerhalb von 24 Stunden einen Patch rausgebracht für die Performance, dass du teilweise 7, 8 FPS hattest, wenn du da beim Dekubaum, weil halt 5 Millionen Effekte auf dem Bildschirm waren, die halt, es war jetzt nicht so, dass die Effekte halt im Handheld-Modus irgendwie runtergeschraubt wurden. Es ist ja schon irgendwie klar, dass die Switch im Handheld-Modus ein bisschen gedrosseltere Leistung hat. Möglicherweise. Da kann man keinen Michael Bay-Film drauf. Ne? Explosion! Oh wow, Kraut hat nicht mal Schaden genommen. Ja, Kraut ist halt ein Boss. Kraut boxt halt alle kaputt. Ja, verloren! Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich raus. Es gibt noch das ein oder andere Spiel, das ich mir... God of War zum Beispiel, wie gesagt. Mino Kuni sah wahnsinnig gut aus. Okay. Da muss ich aber zuerst den ersten Teil spielen, habe ich mir gesagt, bevor ich den zweiten Teil spiele. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du es kennst. Beim ersten Teil hat auch Studio Ghibli mitgearbeitet. Mhm. Eben auch in dem Artstyle, und es ist wahnsinnig, also es soll wahnsinnig gut sein, sieht echt hübsch aus. Und Persona 5 würde ich unbedingt noch spielen. Okay, ja, kann was. Ich verstehen. Wie gesagt, da muss ich halt einen Zeitpunkt finden, wo ich das halt, jetzt kommt auch so viel Neues raus, jetzt muss ich schauen. Gibt ja auch noch viele alte Spiele, die ich unbedingt spielen will. Da gibt's Spiele, die ich schon mal gespielt habe, die ich aber unbedingt als Let's Play auf meinem Kanal haben will. Nee, es gibt so Spiele, wo ich sage, so, das Spiel will ich jetzt auf jeden Fall auf meinem Kanal haben. Was ich jetzt zum Beispiel letztens Simon the Sorcerer. Ja. Hab ich gesagt, das will ich auf meinem Kanal haben, da habe ich auch die Aufnahme an einem Tag durchgezogen. Einfach, ich kannte das Spiel. Und ich weiß, wie alles geht. Ich wollte es aber unbedingt auf meinem Kanal haben. Verständlich. Weil es meiner Meinung nach ein total unterbewertetes Spiel ist. Es ist so großartig. Muss gucken, ob ich dann noch den zweiten Teil spiele. Wer weiß. Nach dem zweiten Teil ging es ja etwas abwärts mit der Reihe. Bei fast jedem Spiel geht es nach dem zweiten Teil abwärts. Simon the Sorcerer 3D. Oh! Es ist nicht gut, Freunde. Ja, es ist nicht gut. Ich habe ja heute auch ein anderes Spiel gespielt. Wo der erste und zweite Teil beide sehr gut waren. Und beim dritten ist dann auch einfach nur bergab ging. Dead Space. Ja. Dead Space 3. Dead Space 3. Dead Space 3. Das war, glaube ich, das... Das war das... Können wir über den Oversprite reden? Ja, aber Dead Space 3 war das zweite Dead Space, das ich gespielt habe. Das hing einfach damit... Es war auch das schlechteste Dead Space, das du gespielt hast. Ja, definitiv. Das hängt aber damit zusammen, dass ich weiß, dass Dead Space 2 deutlich besser ist, aber ich habe noch nicht wirklich angefangen, Dead Space 2 zu spielen. Als Dead Space 3 oder als Dead Space 1? Als Dead Space 3. Ja. Ja, definitiv. Dead Space 2 ist ein super Spiel. Kommt meiner Meinung nach nicht ganz an den ersten Teil, aber... doch recht knapp. Ja, also die Sache, es die ist ich recht eng. Dead Space 2 ist echt super. Die Sache, die ich mitgekriegt habe, ist, dass Dead Space oft mit den Alien-Filmen verglichen wird. Und ja, zwar, dass der erste Teil eben ein Meisterwerk ist. Der zweite Teil ist actionlastiger. Und der dritte ist, Es ist ein Film, der existiert. Ganz genau. Beziehungsweise in dem Fall eben ein Spiel, das, existiert. Lassen wir es existieren und rühren es nicht an. Ja, aber ich muss sagen, es gibt bei Dead Space immer so diese Stellen in dem Spiel, wo man einfach nicht mehr weiterkommt. Ja, es ist aber bei vielen Spielen so. Ja. Das war bei mir bei I Am Setsuna so.
Das war so ein Spiel, ich habe das voll gehypt. Das war okay. Der erste Square Enix-Titel auf der Switch. Mhm. Klassisches JRPG. Okay. Ich war so, oh, geil. Und dann kommt dann irgendwann 2 Stunden im Spiel dieser eine Endboss. Du kommst nicht zurück, um zu leveln. Du musst an ihm vorbei. Uff. Er ist, wenn du standardmäßig gelevelt bist, ungefähr 5 Level über dir. Und das ist echt kein Spaß. So, ich werde mal ganz kurz mein Team etwas anpassen, denn Arena-Kampf, also Leiterkampf. Yay! Möchtest du schon sprechen? Ist das Wetter nicht wundervoll? Du bist auch so eine Erika. Einfach herrlich. Du meine Güte, ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen! Wie gesagt, du bist auch so eine Erika. Ich bin Erika, die Arena-Leiterin von Prismania City. Ich liebe die Kräfte der Natur. Deshalb trainiere ich Pflanzen-Pokémons. Du möchtest gegen mich antreten? Also gut, ich werde ohnehin nicht verlieren. Sag niemals nie. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich meine, Erika war tatsächlich im Manga auch böse. Echt? Sie war böse? Ja. Okay. Erika, Sabrina und Koga waren, soweit ich weiß. Jetzt ist die Frage, ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch ein Fangame mal gespielt, das auf dem Manga basiert, aber das alles ein bisschen abgeändert hat. Also eine Art Fanfiction. Jein, es war recht nah am Manga. Aber es gab eben Differenzen. Da wird zum Beispiel auch erklärt, dass hier ist der 7. Arena-Leiter. Ich weiß nicht, was sein englischen Namen. Hilfe, Blaine. Wie heißt er im Deutschen? Weiß ich nicht. Egal, was ist mit Blaine? Was hat er gemacht? Dass der eben mitgeholfen hat, Mewtwo zu erschaffen. Okay. Und da kriegen die alle noch mal ein bisschen mehr Hintergrundstory, die halt nicht canon ist. Und es kann sein, dass ich da ein bisschen was durcheinander werfe. Also Sabrina ist auf jeden Fall böse, das weiß ich. Mhm. Und Koga auch. Okay. Die kämpfen beide auf der Seite von Team Rocket. Oh nein. Aber es ist natürlich auch wieder die Frage, wie weit ist der Manga canon und... Ist this canon? Ja, das ist... Bei Zelda kannst du ja sagen, der Anime ist grundsätzlich nicht canon. Der Manga, nicht der Anime. Auch Zelda-Anime, ich wäre dabei. My buddy is ready. Ich meine, hallo, was Nintendo, ist Nintendo, please? Was ist denn mit der Zelda-Zeichentrickserie? Excuse me, Svante. Aber es gibt Dinge, über die sprechen wir nicht. Ja. Da könnte man fast meinen, dass das da eine Schwäche gibt. Gepaart. Aber es war ja auch ein Crit. Ja, gut. Es war übrigens 3 Level über mir. Habe ich gesehen. Saftiges Level 27 für Vogel. Deine Sprechrolle. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Ich übergebe den Farborden. Ich übergebe mich und dir den Farborden. Das LSD funktioniert nicht mehr. Alles ist so bunt, nur der Orden nicht. Außerdem können deine Pokémon nun stärker außerhalb von Kämpfen anwenden. Yay! Yay! TM21! Omega-Sauger, da sehe ich mich. Omega. Nein! Nein! Megasauger. Wem möchtest du Megasauger beibringen? Kraut. Oh, wir können Kraut ja auch entwickeln. Ich bin doof, warum habe ich das noch nicht gemacht? Ja, Absorber natürlich für Mega. Warum heißt es eigentlich Megasauger, nicht Megasorber? Oder Absauger? Warum heißt es nicht einfach Megasack? Aus Gründen, Svante, aus Gründen. Und was für Gründe, wenn ich fragen darf? Gründe, die du dir selbst erklären kannst. Nein. Freunde, ich würde sagen, wir machen an der Stelle Schluss, es wird Zeit. Okay.
In der nächsten Folge sehen wir uns voll geheilt vor dem Kaufhaus von Prismania City. Yay! Bis dahin und ciao, ciao. Adios! Und like das Video und abonniert mich und Glocke. Vergesst nicht die Glocke, schreibt in die Kommentare, dass Darius eine kleine Nudel hat. Tut das nicht, das bringt mich zum Weinen. Thank you.